Guten Tag zusammen. In diesem kleinen Clip geht es mal um die Reisebranche. Ich mache hier TripAdvisor, Airbnb, Lufthansa, Fraport, Accor und Royal Caribbean. Da werden bestimmt Kommentare kommen, ja, was ist mit der TUI? Aber bei mir hat es den TUI-Chart so zerhauen, den kann ich gar nicht zeigen. Ich kann die gar nicht richtig analysieren. Ich muss das erst reparieren. Das dauert vielleicht eine Woche. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Also die TUI sind hier nicht drin. Und ich fange an mit Lufthansa. Lufthansa, jetzt überschlagen sich auf einmal die Analysten. Sensationell gelaufen hier vom, was sind das, vom 1.10. an, von 5,5 hoch auf 11, die haben sich verdoppelt. Analysten mögen die sehr gerne, der Konsens liegt jetzt irgendwo so bei 14, das kann ich voll und ganz verstehen. Wir sind seit gestern auf dem Prä-Corona-Hoch, das war das hier, 19.02.2020. Das haben wir jetzt endlich mal geschafft, die haben eine lange, lange Durststrecke hinter sich. Als ich neulich nach Thailand geflogen bin, habe ich mich für Thai Airways entschieden. Weil ich hinten drin nicht schlafen kann, habe ich gesagt, gut, jetzt da gönne ich mir mal ein Business-Class-Ticket. Ich habe dafür gezahlt 2.800 Euro. Im gleichen Moment, ich habe es verglichen, war die Lufthansa bei 3.800 Euro. Ja, für 1.000 Euro. Damit habe ich das Hotel gezahlt auf Koh Samui. Ich dachte, nee, das mache ich jetzt auch nicht. Der Hinflug war eine Katastrophe, ein absolut desolates Essen. Muss ich wirklich sagen, also ich habe schon lange nicht mehr so schlecht gegessen im Flugzeug. Das kann ich besser, jetzt sowieso. Recht unfreundliches, der englischen Sprache nicht wirklich mächtiges Personal, die mich dann auch mittendrin geweckt haben, ob ich einen Kaffee will, als ich geschlafen habe. Ich habe gesagt, hast du einen Knall? Ja, ich schmeiß dich gleich raus. Da war ich wirklich sauer. Der Rückflug hat es rausgerissen. Da war nur das einzige Manko, wie beim Hinflug auch, in diesem Bordprogramm, diesem Kinoprogramm. Ich glaube, der neueste Film war Wonder Woman von 2015. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Ja, ich habe keinen einzigen Film gesehen. Aber war mir auch wurscht, ich habe gedöst und das war in Ordnung. Trotzdem, 1.000 Euro Unterschied ist viel. Die Lufthansa hatte ja neulich, das ging überall durch die Radios und Zeitungen, haben sie 20.000 Leute gesucht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie bekommen haben. Das habe ich jetzt wirklich nicht verfolgt. Aber das allein ist schon ein Startschuss. Wenn ein Unternehmen, und ich weiß nicht, wann das letzte Mal in Deutschland ein Unternehmen 20.000 Leute gesucht hat auf einen Schlag, das war schon ein Wort. Jetzt sind wir hier. Ich gehe jetzt von näher ran. Wir gelten jetzt natürlich hier überall als hoch, heftigst überkauft. Das ist in der Woche genauso, im Monat genauso, aber es ist weiterhin alles positiv. Ich habe hier nicht den Hauch eines Verkaufssignals. Ich warne davor, die Lufthansa, und ich zeige euch auch mal warum, die Lufthansa einfach mal so short zu gehen. Das war auch eine Bewegung von der Lufthansa. Kann sich vielleicht noch einige daran erinnern. Das war 2016, da ging sie von 6,5 hoch bis zur 22,5 mit nur einer. Zwei kleinen Korrekturen, wo man gedacht hat, so, das war's jetzt, das ist doch viel zu viel. Und dann zack, ging es weiter. Das ist Lufthansa. So was machen die. Ja? Wenn die mal wirklich Zug haben, wenn das Ding mal loslegt, dann fliegt es auch eine ganze Zeit lang ziemlich hoch. Also ich kann nur davor warnen. Ich selbst sehe die Lufthansa eher bei 15, da sind wir hier oben, als bei 8. Mit viel Glück gehen die nochmal runter auf einstellig. Mit viel Glück. Aber ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Wenn irgendwas wirklich blöd läuft, irgendwelche Flugrouten wieder gesperrt werden oder was auch immer, kann das sein, dass die sogar mal hier auf eine 8,30 fallen. Aber ich finde, Lufthansa ist nach wie vor in Ordnung. Und die machen es ähnlich so wie VW. Die erhöhen einfach die Ticketpreise, weil viele Leute wollen reisen. Und nochmal, ich habe was gehört von mir. Ich glaube, es waren 53 Milliarden, die in diesem Jahr ausgegeben werden für Reisen, sagte gestern irgendwo einer auf der ITB. Aber die haben auch alle das Problem, dass sie Personal suchen. Aber Lufthansa finde ich recht gut. Gucken wir mal weiter. Gucken wir, machen wir Lufthansa, dann machen wir gleich die Fraport hinterher. Die Fraport, Fraport und Lufthansa laufen eigentlich sehr harmonisch gemeinsam. Das trennt sich gerade eben momentan. Lufthansa laufen deutlich stärker als die Fraport. Einer der Berichte war also auch, hatte ich eben schon erwähnt, dass die Fraport wohl erhebliche Probleme hat, Bodenpersonal zu finden und Sicherheitspersonal. Und das gibt natürlich dann Schwierigkeiten. Ich weiß, letztes Jahr in München war das auch so. Die hatten einfach kein Sicherheitspersonal. Und die haben dann mit Ach und Krach noch irgendwie Leute dahin bekommen, um das alles zu handeln. So, die Fraport haben hier in diesem Bereich, gehen wir da richtig weiter zurück, da sind wir jetzt hier schon bei 2021, haben diesen Bereich bei 54, 55 haben sie echten Schwierigkeiten. Ja? Hier Widerstand, Widerstand, dann war es hier immer wieder so eine umkämpfte Zone, Unterstützung, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Also die 55 ist eine Krachermarke für die Fraport. Dennoch denke ich, dass mit dem insgesamt gestiegenen Reiseinteresse,
dass das wiederkommen wird. Gestern haben sie eins gemacht, und zwar sind sie aus diesem kleinen Trend hier ausgebrochen, den wir hier haben. Hier ist ein schöner Hammer und die sind da ausgebrochen. Über die 20 Tage, die hier gegangen, was uns eine ganze Zeit lang negativ begleitet hat. Jetzt haben sie gestern endlich mal drüber geschlossen. Wahrscheinlich auch, denke ich mal, wegen, um der Lufthansa zu folgen. Also ich finde sie zwar grundsätzlich in Ordnung, sehe allerdings bei weitem nicht so ein Potenzial wie bei Lufthansa. Wir sind technisch fein, alles gut, ist definitiv kein Short. Und wenn man einen machen will, oder andersrum, wenn man einen Long machen will, muss der Stopp hier liegen bei 47. Aber ich denke schon, dass sie die 55 recht schnell zumindest mal antuschieren. Ob sie drüber gehen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber dann hätten sie also auch locker Platz bis in den Bereich 67. Hier rein zur Information mal, das hier war das Prä-Corona-Hoch. Da sind wir hier, wenn ich es an Lufthansa gleich mache, da hier so 20.02. rum, da sind wir bei 70. Das wäre also, und da kommen wir auch hier mit den beiden Punkten ganz gut hin, das wäre die nächste Stufe, wenn sie die 55 nach oben brechen. Wann haben wir denn sonst noch was hier? Accor, das war einer meiner Top-Picks Anfang des Jahres. Und dann sind die gestiegen von Anfang des Jahres hier von 23 jetzt hoch auf 32. Jetzt kommen die ganzen Analysten von den Banken und sagen, oh, Accor, super, klasse. Das ist ja nicht nur Mercure, das ist Sofitel, Motel One, Mövenpick Hotel, ja, weil nächste Woche ist ja Invest, ja, die haben zwei Mövenpicks Hotel. Warum die zwei haben nebeneinander, habe ich auch nicht verstanden, aber das geht mich nichts an. Der Grund seinerzeit für den als Top-Pick war diese Geschichte hier, dieser Trend. Ich bin ja nicht so ein Freund von den vertikalen Trends, aber das fiel hier zusammen mit mehreren Punkten. Also hier zum Beispiel sind sehr viele Punkte, die touchiert wurden. Deswegen ist die Linie wichtig. Aber wenn man selbst hier nicht geglaubt hat, spätestens ab hier gab es nach der Dow-Theorie ab 26 ein neues Kaufsignal. Und dann lässt man die einfach laufen, zieht die Stops hinterher. Ja, das ist eine Mini-Korrektur, die sie hier mal gemacht haben. Und die hängen jetzt schon wieder hier am All-Time-High. Nicht am All-Time-High, am High. 52 Wochen hoch. 52 Wochen hoch haben wir momentan sehr viele. Das ist Daimler Truck, das ist Mercedes, das ist eine ganze Reihe dabei. Das sind gute Signale, sind recht zuverlässige Signale. Also ich finde das Accor nach wie vor sehr gut. Ich rechne also eher im Bereich von 38 als 26. Da ist die 200-Tage-Linie. Ich denke, das wird weitergehen. Die werden von diesem Reiseboom, sagen wir mal von der wiederkehrenden Reisefreude auf jeden Fall profitieren. Was hätten wir denn sonst noch? Airbnb, auch gern genommen. Mache ich ab und zu. Haben eine sehr schöne Bewegung gehabt. Auch hier von Anfang des Jahres von 80 auf 144. Das ist ein Wort. Ja, guckt euch allein mal diese Bewegung hier an. Zack. Dann eingeleitet durch einen Shootingstar mal eine kleine Korrektur. Und die geht nur bis zum 38er. Das Ding ist fein. Ich bekomme hier auf tiefem Niveau ein Kaufsignal über die Stochastik. Das MACD fängt wieder an, sich zu stabilisieren. Also Airbnb ist für mich auch eine Geschichte, dass die relativ schnell wieder den Bereich um die 145 sehen sollten. Und wenn die da drüber gehen, habe ich erst wieder hier so ab 173 echte Widerstände. Das hier ist nicht besonders viel. Es gibt hier so einen kleinen bei 157. Auf jeden Fall gefällt mir das ganz gut, muss ich sagen. Was habe ich denn sonst auf meiner Liste? Airbnb, Accor hatten wir, TripAdvisor. Da muss ich dazu sagen, habe ich jetzt eine Position, weil mir Folgendes sehr gut gefällt. Wir sind ja auf tiefem Niveau, drehen wir nach oben. Wir bekommen auch eine Stabilisierung über das MACD. Vor diesem Hintergrund, jetzt mal schauen, wo ist denn hier? Die sind, glaube ich, bis zum 61er gelaufen. Zack, ja. Zum 61er gelaufen, haben einen Hammer hier. Und ich meine, die tänzeln jetzt um die 200-Tage-Linie rum. Das ist die 10-Tage-Linie hier. Ich meine, die haben auch eher Potenzial, denn Risiko auf diesem Niveau. Ich nutze TripAdvisor sehr viel. Ich bin da selbst auch Mitglied. Ich schreibe da auch meine Berichte über die diversen Hotels und Restaurants rein. Wenn ich in eine fremde Stadt gehe, dann gucke ich da immer rein, welches Hotel soll ich nehmen, welches Restaurant gehe ich, was sind die sinnvollsten Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ich gucke da sehr gerne rein und ich denke, dass TripAdvisor mit der gestiegenen Reisefreude auch eher profitieren wird. Ich glaube nicht, dass sie nochmal auf so einen Bereich von 17 hier gehen. Ich denke eher, dass die jetzt hier so langsam hochziehen. Dann, ich selbst habe es noch nie gehandelt, habe es noch nie benutzt, Royal Caribbean. Ich weiß, dass viele von euch da gerne dabei sind.
Royal Caribbean. Habe ich da was gespeichert? Nee, habe ich nicht. Royal Caribbean ist auch gut gelaufen. Jetzt hier von, was war das? 47, glaube ich. 47 auf 75. Das ist auch eine sehr schöne Bewegung. Aber die kommen hier in den Bereich rein, der liegt so um die 80 rum, beziehungsweise bis 85 hoch. Da sollten sie sich ähnlich schwer tun wie die Fraport bei 55. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich die unbedingt so haben muss. Von den bisher genannten, ich möchte nicht sagen, das sind die Schwächsten, aber ist das die, die mir nicht so sehr jetzt ins Auge stechen. Ja, schade mit den Dui. Wie gesagt, den Chart hat es mir völlig zerhauen. Ich hätte die auch mal angeschaut, aber kann ich nicht. Also zumindest keine sinnvolle Analyse machen. Aber Tui wird natürlich auch profitieren von der Reisefreudigkeit. Also insgesamt bin ich der Meinung, die Reisebranche wird weiter steigen. Dips eher zum Kaufen nutzen, Short gehen. Nein, in keinem einzigen Wert, den ich eben genannt habe, würde ich irgendwie einen Short suchen. Gibt es für mich keinen Grund. Da warte ich mal eher, bis die Lufthansa, ja, sagen wir mal, auf 10 geht, beziehungsweise vielleicht 9,5, wenn ich Glück habe, oder eine Fraport auf 48 oder so Geschichten. Da warte ich mal drauf, dann kaufe ich die eher. Aber ich suche da keinen Short. Das ist, glaube ich, vergebene Liebesmühe. So, damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.